Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts mit mir TMWS12. Lasst uns weitermachen hier in der Stadt Travers. Und wir suchen gerade den Anführer dieser herzlosen Gruppe. Und er ist, ja, rein zufällig nicht mehr weit. Man könnte sagen, er sei direkt vor unserer Nase. Aber da, ja, ich werde mal jetzt nichts weiter verraten. Ah, na, Bamba, ja. Und Taler, HP-Kugeln, alles schön. Moment. Sora, ich hole für dich noch schnell eine Potion raus. Und das müsste so gehen, genau. Okay. Travers Ost. Die Musik verstummt. Gehen wir mal weiter. Donnerwetter, sind das die Herzlosen? Der Schlüssel! Okay, wir kämpfen das allererste Mal mit Donald und Goofy zusammen. Sehr interessant. Okay. Werden das etwa unsere festen Truppenmitglieder sein? Ah. Okay, das scheint der Boss dieser herzlosen Intruders zu sein. Wow. Okay, Moment. Also, Hauptregel, erstmal immer schön drauf. Immer schön drauf. Oh, warte mal, da hinten ist noch ein ein Rubinsplitter, glaube ich, ja. Bei den Klappersoldaten bekommen wir Rubinsplitter. So, bis jetzt ist ja noch alles überschaubar. Ah. Okay. Also Füße als auch Arme müssen erledigt werden. Oh, Donald war kurz K.O., aber Goofy hat ihn wiederbelebt. Oh, wow, okay. Da haben wir schon einen Fuß kaputt gemacht. Uah, wow. Du bewegst dich ja nach vorne. Hätte ich nicht gedacht. Und da ist es jetzt noch ein Arm. Autsch. Komm schon, komm schon. Ja. Wo ist der Arm? Und jetzt noch der Torso. Wo ist er? Da. Autsch. Und er ist besiegt. Nachtierreif erhalten. Ihr habt mich also gesucht? Mhm. Die haben auch den gesucht, der die Macht über das Schwert hat. Hey, warum kommst du nicht mit uns? Wir können mit unserem Schiff zu anderen Welten fliegen. Vielleicht kann ich ja so Rico und Kairi finden.
Natürlich. Bist du sicher? Wer weiß. Aber ohne ihn finden wir seine Majestät nicht. Sora, geh mit ihnen. Vor allem, wenn du deine Freunde finden willst. Ja, verstehe. Aber so wie du aussiehst, nehmen wir dich nicht mit, verstanden? Oh? Halt, steh euch mit so, halt, wo du aus der Sicht, okay? Ja, du musst lustig aussehen, wie wir. Unser Schiff fährt nur, wenn wir lächeln. Lächeln? Gisa. Das nenne ich lustig. Gut, warum nicht? Ich komme mit euch. Gestatten? Goofy. Ich bin Sora. Einer für alle, alle für einen. Hat der Pimpf diesem Herzlosen einen Dämpfer verpasst? Wer hätte das gedacht? Es ist die Kraft des Schlüsselschwertes. Das Kind allein ist nicht so mächtig. Warum machen wir aus ihm keinen Herzlosen? Dann ist die Sache schnell erledigt. Und die Freunde von dem Gör sind die Lakaien vom König. Teufel, so wie die aussehen, sind das alles Kanalratten. Du bist auch nicht gerade preisverdächtig. Halt den Mund! Genug! Das Schlüsselschwert hat ihn auserwählt. Wird er die Dunkelheit besiegen? Oder wird die Dunkelheit ihn verschlingen? Wie auch immer, er könnte durchaus nützlich sein. Oha, das waren mal sehr viele Disney-Schurkenfacetten in einem. Ich hab's einfach mal 5 vorausgesagt. Malefiz war dabei. Aus Dornröschen. Bereite dich gut auf die bevorstehende Reise vor. Wir wissen nicht, wie weit sich die Herzlosen ausgebreitet haben. Sieh dir mal sieh dir mal die Läden an. Da kann man nette Sachen kaufen. Das ist von uns allen. 100 Taler erhalten. Verwende es, wie es dir beliebt. Und dies ist von Leon. Elixier erhalten. Viel Glück. Ich hoffe, du findest deine Freunde. Pass gut aufeinander auf. Lass den Mut nicht sinken. Der Gummijet steht draußen vor dem Tor. Von einem Speicherpunkt kann man auch in den Gummijet einsteigen. Einfach am Speichermenü aufrufen und Gummijet wählen. Aber man kann den Gummijet nicht von allen Speicherpunkten besteigen. Der was? Das ist unser Schiff! Warte, bis du es siehst! Warte kurz! Sora, das ist für dich! Die Kraft der Hitze erhalten. Die Magie Feuer erlernt. Das Kommando Magie wurde... Moment. Das Kommando Magie führt Magie aus. Über Einstellungen im Menü können zur schnellen Ausführung von Magie Kombitasten festgelegt werden. Magie verbraucht MP. Äther oder auch Angriffe auf den Gegner können die MP heilen. Jetzt kannst du auch Magie verwenden. Goofy, gib ihm das andere Zeug. Was? Du weißt schon. Oh, ja. Sora hat Purzelbaum gelernt. Durch Ausrüsten mit Abilities erhalten Sora und seine Freunde neue Fähigkeiten. Einige von ihnen müssen mit Viereck ausgeführt werden. Andere sind bei ihrer Ausrüstung schon aktiviert. Unter Ability im Menü können die Charaktere mit Abilities ausgerüstet werden. Zum Ausrüsten braucht man AP. Mit diesen Abilities kannst du alles Mögliche machen. Schätze, wir sollten uns unterwegs noch mehr von ihnen aneignen. Okay, das war's. Lass uns gehen. Erst wenn wir fertig sind.
Ich sehe große Abenteuer auf sie zukommen. Als Chronist werde ich alles in meinem Tagebuch niederschreiben. Alles klar. Donald und Goofy sind dann jetzt dauerhaft bei uns, bei Sora, weil sie ja den Träger des Schlüssels suchten. Donald hat einen Stab als Waffe und Goofy ein Schild. Sora hat ein Schwert, Donald hat einen Stab und Goofy hat ein Schild. Haben wir das nicht schon mal gesehen? Schwert, Stab und Schild. Genau, ganz am Anfang durften wir auswählen. Ich frage mich jetzt, wem ich den Narchia-Reif geben soll. Ich würde ihn am liebsten Sora geben. Ja, und wir haben genug AP, um Purzelbaum und Reflektor auszurüsten. Purzelbaum ist auch sehr schön. Jackpot erhöht die Anzahl an Taler, HP und MP-Kugeln, die die Gegner hinterlassen. Und Goofy-Rakete fliegt auf das Ziel zu und schlägt bombig ein. Spezialattacke für MP-Verbrauch 1. Okay, also Purzelbaum finde ich deswegen so toll, weil man damit so schön beschleunigen kann. Sag mal, dieses komische Zeichen. Fällt es irgendwie nicht auf? Dies ist ein Trio-Symbol. Man findet es vielerorts und in verschiedenen Farben. Anfangs reagieren nur die blauen. Auf diesen Symbolen können Sora, Donald und Goofy ihre Kräfte vereinen und eine Trio-Tech ausführen. Eine Trio-Tech? Gut, dann machen wir das nochmal. Wow. Da regnet es aber plötzlich Taler. Wow, und ein ganz dicker sogar, der zählt einfach mal als 20 Taler. Es gibt noch mehrere hier in der Gegend und ich werde es hier auch gerade hier machen. Oh. Hier sind wir aber ganz woanders. Ach, ich glaube, hier ist noch eine Postkarte drin. Genau. Postkarte erhalten. Okay, nichts weiter. Dann springen wir runter. Werfen die Postkarte schnell ein. Verschickte Postkarten. Mega Potion erhalten. Ja, den Rest. War hier nicht unten noch eine? Triotech. Ja, muss ich gleich nochmal nachsehen. Erstmal gehe ich mal schnell in den Itemladen, wo Tick, Trick und Track sind. Die leiten diesen Laden. Nur weil wir Kinder sind, heißt das nicht, dass wir kein Geschäft leiten können. Schön, dich zu sehen, Onkel Donald. Kaufst du was? Ich muss den Laden sauber halten, machen. Und jetzt auch noch unser Zimmer. Das ist die Härte. Willkommen. Willst du etwas kaufen oder verkaufen? Ich will etwas kaufen. Was möchtest du? In Ordnung. Kaufen. Ja, man kann Potions, High Potions kaufen. Äther, Zelt, Sternstab. Ja, ich glaube, das lasse ich erstmal noch. Danke. Okay. Aber hier war jetzt keine Triotech, ne? Nee. Dann gehen wir aber noch kurz in den Accessoire-Laden rein, weil ich will mir noch diesen Fleißring kaufen. Weil einfach mal dieser die AP erhöht. Und... Oh, wartet mal. Feuer! Es brennt. Feuer! Aber nicht perfekt. Glaube ich. Okay. So, also bevor wir Travers verlassen, machen wir noch ein paar kleine Dinge, wie zum Beispiel jetzt noch schnell eine Postkarte holen. Und dann haben wir es auch. Mehr kommt dann nicht. Ich glaube, das war's dann im Grunde. Obwohl, ich glaube, hier gibt es noch eine blaue Triotech. Oder... fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein. Oder vielleicht kommt das auch später. Ja, doch, auf jeden Fall gibt es noch hier im Osten eine Triotech, aber
Ach, ich werde das ein andermal machen. Muss nicht jetzt sein. Wir gehen nun auf die Weltkarte. Tor zur Welt. Bodenstation an Crew. Der grüne Kreis zeigt euren Aufenthaltsort. Mit den Bewegen des Kreises lässt sich das nächste Ziel bestimmen. Der Kampflevel gibt den Schwierigkeitsgrad an. Je mehr Sterne, desto stärker sind die Herzlosen in dieser Welt. Okay, also. Wir sind dabei, eine neue Welt zu betreten. Also statt Travers, wo wir gerade eben waren. Hier gibt es einen Stern. Und hier unten sind zwei Sterne. Also das heißt, das obere ist dann leichter. Deswegen fliegen wir einfach mal dahin. Genau. Und das allererste Mal fliegen wir auch mit dem Gummijet. Mit diesem Gummijet reisen wir von Welt zu Welt. Aber die Schiffe der Herzlosen werden versuchen, uns zu stören. Deswegen muss der Gummijet gekonnt gesteuert werden. Der Gummijet wird mit dem linken Analogstick gesteuert. Nach hinten legen lässt ihn steigen, nach vorne legen lässt ihn sinken. Die blaue Leiste zeigt die Energie von zum Beispiel Laser und Fangnetz an. Aber ja, vorsichtig sein. Das, was den Energieverbrauch angeht. Die grüne Leiste zeigt die Schildenergie an. Fällt die Schildenergie auf Null, geht es zurück zur Abflugstelle. Okay, also. Dann fliegen wir doch allererst mal und ballern einfach mal so ein bisschen herum. Naja, also, was halten wir denn hier? Schutzschild. Ja, und am besten immer noch ein paar von den gegnerischen Schiffen auch treffen, weil sie hinterlassen Gummisteine. Sind später gut zu gebrauchen für den Bau eines eigenen Gummischiffs. Ja. Also man kann auch das Gummischiff, in dem wir uns befinden, auch verbessern. Kein Problem. Und wir erhalten auch andere Modelle während des Fliegens. Und zum Beispiel jetzt haben wir schon ein paar erhalten. Immer wenn die Gummischiffe die gegnerischen Gummischiffe einen Kreis hinterlassen, in dem ein detaillierter Würfel drin ist, dann erhalten wir das gegnerische Modell als Fluggelegenheit. Müssen es halt dann nur noch einstellen. So, wir erhalten nochmal ein bisschen Energie. Ja. Es kann später noch alles viel, viel schneller gehen. Und da ist auch schon die erste Welt. Oder die nächste Welt. Die allererste Disney-Welt, die wir betreten. Das ist das Wunderland. Ja. Wir betreten die Welt von Alice im Wunderland. Wir landen dort. Wundersame Begegnung. Zu spät, zu spät. Ich komme viel zu spät. Oje, oje. Ich bin hier, aber ich sollte da sein. Höchste Zeit, muss doch weit. Oje, die Königin wird sich an meinen Kopf fordern. Oh je, das arme Kaninchen, total unter Zeitdruck. Okay, Wunderland. Mal sehen, wie es hier so aussieht. Ich habe den Film selbst nie gesehen. Alice im Wunderland. Aber, ja. Können wir auch hier im Wasser leben. Wie ist der so klein geworden? Du bist einfach zu groß. Ah, er spricht!
müsst ihr so laut sein? Ihr habt mich geweckt. Guten Morgen. Gute Nacht. Ich brauche noch etwas Schlaf. Warte, was müssen wir tun, um klein zu werden? Warum nimmst du nicht die Flasche? Da drüben. Okay. Dann trinken wir doch mal. Und wir werden tatsächlich kleiner. Holy! Sekunde mal, aber bevor wir kleiner werden, sollten wir, glaube ich, noch mal... Sollten wir schnell was verschieben, damit wir auch weiterkommen. Zum Beispiel dieses Bett muss verrückt werden. Und... Moment, hier war doch irgendwas noch mit dem Teddy. Oder? Doch, bin mir eigentlich sicher. Aber ich glaube, es muss nicht jetzt sein. Nee, okay. Machen wir das später. Okay. Liebe Leute, ich mache dann hier aber nochmal eine kleine Pause. Okay. Mal sehen, wie es so einigen im Wunderland gefällt. Alice im Wunderland. Ob jemand vielleicht Nostalgie ein bisschen in sich spürt. Ja, wie gesagt, ich habe den Film nie gesehen. Aber ja, die Welt ist witzig. Alles klar, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da und einen Kommentar. Gegebenenfalls. Und wenn ihr länger dabei sein wollt, könnt ihr auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch alles Gute. Und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Team Westref und ciao.